Das kann ich die alle erstmal in Sicherheit bringen. So, und euch zu Schildträgern verbessern. Oh, durch die Verbesserung heilen sie auch. Gut. Das finde ich gut, dass sie durch die Verbesserung heilen. George. So, den Goblins wieder alles wegverkaufen, was sie haben. So, dann bleibt nur noch der Raum hier und dann geht sie in die andere Richtung weiter. Oh, warum bist du am Trainieren? Egal. Training tut sowieso allen gut. Und am besten trainiert ihr jetzt mal langsam vor Ort. So. Bisschen rauszoomen wäre nicht schlecht. Dumm. Ich habe genug Gold und viel mehr als genug Eisen, um hier noch ein paar Trainingspuppen aufzustellen. So, von hier aus würde ich gerne in den Raum kommen, oder... Ne, ich glaube, von unten aus ist das einfacher. So, noch ein Forschungspunkt für Plattenpanzer wäre nicht schlecht. So, hier wäre mehr Titan. Das graben wir auch gleich aus. Und hier drüben errichten wir eine Brücke am besten rüber. Durch eine stabilere Steinbrücke. Genauso wie hier. So. Da würden wir an das Gold und so rankommen, nämlich. So, Bergarbeiter sind auf dem Weg. Ja, da müssen wir irgendwann gucken, dass wir hier unten in den Raum reinkommen und die Goblins wegmachen. Was ist mit dir? Du stehst einfach rum. Ja gut, wir könnten theoretisch solche Sachen wie das Turmalin und so mal ausgeben, was hier so rumliegt. So, Militär ist unterwegs. Und wir haben noch einen Goblin-Raum gefunden. Okay. Das heißt, es geht jetzt nur noch nach unten. So. Die Gobos hier haben eigentlich fast gar keine Chance mehr gegen uns. Ja, das Werfen durch Höhlensysteme ist immer wieder toll. Ich brauche Leitern. Auch hier eine Leiter. Und hier eine Leiter, dass wir für alle Fälle hier runter... Na, wir müssen ja hier runterkommen. Da hoch ist ja erst einmal egal. Aber ich denke mal, drei Militärzwerge werden in der Mission reichen. Als nächstes gehen wir auf bequemere Betten.
So, dich porte ich mal wieder nach hier oben. Und lass dich dann gleich mal einen guten Forschungstisch bauen. Haben wir eigentlich noch nicht die besseren Holzpflanzen? Nein, haben wir noch nicht. Schade darum. So, du bist etwas ausgeruht. Dann Forschungstisch. Weil durch die besseren Betten können wir auf die Gelehrten-Spezialisierung. Und das macht bessere Forscher. Oh, mal gucken, ob irgendwelche Zwerge festhängen. Aber bis jetzt nicht. Mal, wenn wir schon das ganze Turmalin hier ausbuddeln. Sollten wir es auch für etwas benutzen. So, das heißt, hier unten geht es noch weiter. Hier ist noch mehr Turmalin. Und wir könnten eigentlich hier weiter buddeln dann. Eisen brauchen wir ja zurzeit nicht so wirklich. Titan haben wir jetzt erstmal auch genug. So. Gleich mal eine Kopie davon setzen. Dann kann der Forschungstisch schon mal verkauft werden. Und ein neuer hingestellt werden, der bessere. So, du wirst jetzt ein Schütze. Das kostet zwar viel Eisen, aber das ist gut so. Oh, sind wir in noch einen Schatzhort gestolpert? Ja, noch ein Schatzhort. Mit ganz viel Turmalin drin. Hier. Und da ich jetzt gerade ja so viel für die Forschungstische ausgegeben habe, kann ich ruhig den Schatzhort etwas plündern. So. Ach ja. Die sitzen alle hier fest. Hatte ich vergessen. So, jetzt nicht mehr. Jetzt müssen sie eigentlich hier runter und da hoch können. So, und von hier aus grabt ihr einfach mal hier rüber. Weil ich habe so das Gefühl, ja, dass es von da unten aus irgendwie hochgeht. Hier in den großen Raum, vielleicht ist das hier die kleine Schatzkammer dann. Das könnte gut möglich sein. Ich heuere jetzt doch noch einen vierten Militärzwerg an, weil ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Handwerksverbesserung. Ja, das ist nur ein Goblin. Mit Ressourcen und Essen. Jetzt gehen wir mal doch mal etwas höher. Ja, den Raum da oben, den können wir ignorieren. Über dem Gnom. So hungry. Wow. Du bist hungrig? Oder wer ist hungrig? Bringen wir mal alle von euch in Sicherheit. So, sicher ist sicher.
Und der portet sich nach oben. Ja, der portet sich hier rein. Okay. Ach so, ich habe ja hier... Ja, das hatte ich auch vergessen. Ich habe ja hier den Weg nach unten kaputt gemacht. Wisst ihr was? Wir buddeln einfach hier einen direkten Weg runter. So. Langsam sieht es so aus, als ob die da unten Betten und Stühle bräuchten. Also geben wir ihnen Betten und Stühle. Auf jeden Fall ein gutes Bett. Am besten noch ein zweites gutes Bett, so. Müssen wir nur die Fahne nach hier unten verlegen. Kein Drang mehr zu trainieren oder stehen die falsch? Ich würde es gerne drehen. Genau, danke. So. Wir haben uns jetzt hier durchgebuddelt. Können wir auch hier gleich weitermachen. Den Raum frei buddeln und von mir aus schon mal hier hin buddeln. Ah, der letzte Raum. Da nehme ich mal an, geht es hier direkt da lang weiter. Sehr gut. Die Tafel lasse ich jetzt mal kurz. Ja. So ein Weg nach draußen für dich. Ein Ork. Der eine ganze Menge Titan bewacht. Und ein bisschen Nahrung hat. Den können wir mal da lassen, wo er ist. Gucken wir mal lieber, was da unten noch ist. Oh, hier ist wieder Undigium im Weg. Okay. Das heißt, wir müssen von da aus noch... Oh, hier ist Mauerstein. Wir müssen also noch tiefer, hä? Scheinbar.